Ja, guten Morgen euch allen und schön hier zu sein, nachdem ihr gestern schon gut gearbeitet habt, wunderbare Beschlüsse gefasst habt, tolle Reden gehört habt. Das konnte man im Livestream ja so ein bisschen mitverfolgen und man hat gemerkt, ihr habt nicht nur 2040 Mitglieder, sondern ihr habt auch richtig viel Kraft, richtig viel Power und ihr startet in dieses Landtags- und Kommunal- und Europawahljahr mit dem, was man als Grüne braucht, nämlich Kraft, Entschlossenheit und vor allen Dingen Haltung. Herzlichen Glückwunsch dazu von mir. Gestern sind wieder Tausende von Jugendlichen bei Fridays for Future auf die Straße gegangen. Greta Thunberg war in Hamburg und hat dort auf der Demo gesprochen. Und als ich heute Morgen hierher gefahren bin, habe ich so gedacht, naja, als ein paar hundert Leute und dann auch ein paar mehr mit Pegida auf die Straße gegangen sind, da haben sich ganz viele hingestellt und haben gesagt, man müsse doch mal die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Die gleichen Leute, wenn du sie jetzt fragst, ob es denn okay ist, dass Kinder Schulstreik machen und am Freitag für ihre Rechte, für die Rechte ihrer Generation, aber eigentlich für die Rechte und für die Zukunft einer ganzen Gesellschaft eintreten, dann regen sich die gleichen Leute darüber auf, dass sie das machen. Und ich sage euch, das sind die, die für die Zukunft stehen, unseres Landes und nicht nur ihrer Generation. Und es gab ja Zeiten, ihr erinnert euch, wir erinnern uns, da war die Frage, ist das jetzt mit dem Klimaschutz eigentlich so wichtig? So eine, die hing immer bei uns Grünen fest und wir haben immer gesagt, ja, das brauchen wir, ihr müsst es wissen, was passiert in 5, in 10 Jahren. Aber heute ist es allen klar. Wir sind die erste Generation, die es spürt. Wir sind die letzte Generation, die noch was ändern kann. Und leider, leider, leider haben wir eine Bundesregierung und leider habt ihr in Sachsen auch eine Landesregierung, die den Klimaschutz eben nicht auf Top 1 der Tagesordnung stellt. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich die Verhältnisse ändern. Und wir arbeiten daran in Berlin und ihr arbeitet daran in Sachsen. Das brauchen wir. Bitte strengt euch an. Bitte sorgt dafür, dass sich das ändert. Und ich finde, in diesem Jahr muss man das auch ein bisschen in den historischen Zusammenhang stellen. Wir haben 30 Jahre friedliche Revolution. Und ich sehe hier so ein paar Gesichter, die damals schon aktiv gewesen sind. Monika gehört dazu und ein paar andere, die noch viel davon erzählen können, wie das war. Es dürfen sich jetzt alle melden. Aber dann sehen wir gleich so alt aus. So. Darum geht es aber nicht. Sondern es geht darum, dass damals Leute erstens die Regeln gebrochen haben. Die Regeln gebrochen haben und zwar sehr grundständig. Die haben nämlich gesagt, wir stellen hier dieses System in Frage, dieses System DDR. Und das sind Leute, die sind gegen was auf die Straße gegangen, natürlich. Gegen das Eingesperrtsein, dagegen, dass Unfreiheit herrschte. Reisefreiheit war dann auch ein Thema, aber zuerst ging es immer um die Meinungsfreiheit. Jetzt gibt es wieder Leute, die für Meinungsfreiheit auf die Straße gehen müssen. Aber sie sind vor allem für was auf die Straße gegangen. Und der Slogan damals hieß aus dem konziliaren Prozess, es geht um Frieden, um Gerechtigkeit und um Bewahrung der Schöpfung. Und deswegen, in diesem 30. Jahr, haben wir auch ein historisches Erbe mit diesen drei zentralen Fragen, die alle zu tun haben mit Beteiligung, mit Demokratie und mit Zukunft. Und wenn wir heute über Frieden reden, liebe Freundinnen und Freunde, als ich hierher gefahren bin, habe ich mir noch mal die Agenturmeldung angeguckt. Und da habe ich eine gesehen, da habe ich gedacht, das kann ich nicht ertragen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat tatsächlich in Richtung des Koalitionspartners SPD gefragt, ob die sich das eigentlich genau überlegt hätten mit dem Verbot von Rüstungsexporten in Krisenregionen. Es geht darum, dass wir nach wie vor aus Deutschland Kriegsgüter exportieren an Saudi-Arabien, an die Kriegsallianz gegen den Jemen, einen der schrecklichsten Kriege, die wir überhaupt haben. Eine der humanitären Katastrophen, die wir auf dieser Welt haben, wie man sie sich schlimmer nicht vorstellen kann. Und dann haben wir eine CDU-Vorsitzende in unserem Land, die fragt sich als allererstes,
ob es denn richtig ist, dass man die Frage, ob die Rüstungsindustrie vielleicht einen kleinen Detscher kriegt, thematisieren muss, statt zu sagen, Frieden ist das Zentrale, was wir brauchen. Wir können nicht mehr exportieren an eine solche katastrophale Kriegsallianz. Wir können nicht mehr nach Saudi-Arabien exportieren. Wer irgendwie meint, dass Werte in der Politik eine Rolle spielen, und das behauptet sie ja immer, der muss sagen, nein, solche Rüstungsexporte machen wir ganz bestimmt nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn ich bei Gerechtigkeit bin, dann muss man in der Woche des 8. März natürlich einmal auf die Frage der Gleichstellung von Frauen und Männern schauen. Die Älteren unter uns erinnern uns, da gab es immer Pralinen und Blumensträuße, aber mit der Gleichberechtigung war es nicht so weit her. Und auch wenn in der DDR das mit der Kinderbetreuung gestimmt hat und so weiter, muss man trotzdem sagen, das war nicht das, was uns am Ende wirklich gleichberechtigt gemacht hat. Aber wir sind ja heute 30 Jahre weiter. Und wir sitzen im Deutschen Bundestag und wir erleben, dass von der letzten zu dieser Legislaturperiode wir nicht etwa mehr Frauen haben im Bundestag, sondern weniger. Gerade mal 30%. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist keine echte repräsentative Demokratie mehr. Bei Frauen sind die Hälfte. Wenn sie nur ein Drittel der Abgeordneten haben, ist das für mich erstmal komplett absurd. Und deswegen bin ich unseren Freundinnen und Freunden in Brandenburg sehr dankbar. Die haben nämlich im Landtag schon ein Paritätgesetz beschlossen. Auf grüne Initiative aus der Opposition heraus, man sieht, grün wirkt, mit einem Paritätgesetz. Wir arbeiten daran im Bundestag, im Thüringer Landtag arbeiten unsere Leute daran, dass das umgesetzt wird. Und liebe Freundinnen und Freunde, es muss doch klar sein, wenn man möchte, dass ein Parlament repräsentiert, was in der Bevölkerung da ist, dann muss klar sein, die Hälfte müssen Frauen sein. Bei Bündnis 90 Die Grünen sowieso selbstverständlich, wir sind immer ein paar mehr, ist auch gut so. Aber diese wunderbare Erfahrung, dieses Erfolgsmodell, das kann man doch sehr gut auf andere politische Parteien übertragen, das kann man sehr gut auf Landtage übertragen und dann schauen wir mal, wie weit die AfD damit kommt. Ich finde, wir kämpfen für ein Paritätgesetz gemeinsam, liebe Freundinnen und Freunde. Aber es ist natürlich nicht nur das Paritätgesetz für die Parlamente. Es ist der unsägliche Paragraph 219a. Was wir jetzt erlebt haben, ist wieder einmal, es gibt ein gigantisches Geschwurbel. Alle reden immer vom Rechtsstaat, aber wenn es dann einmal um Rechtssicherheit geht für die Ärztin und natürlich auch für die Frauen, dann ist es auf einmal nicht so wichtig, dann macht man irgendeinen Kompromiss, der zu keinem guten Ergebnis führt. Und deswegen sagen wir ganz klar, dieses Ding muss weg. Und da kann man nichts anderes machen, da kann man nicht irgendwelche geschwurbelten Kompromisse machen, sondern wir brauchen Rechtssicherheit für die Ärztinnen, wir brauchen Rechtssicherheit für die Frauen, liebe Freundinnen und Freunde. Und schließlich und endlich, wir haben immer noch 21% weniger. Die Frauen in diesem Land haben 21% weniger für die gleiche Arbeit, 21% weniger Verdienst. Ich finde, auch das ist und bleibt nicht zu akzeptieren. Eine Sache ist doch klar, das heißt Gleichberechtigung und nicht Späterberechtigung. Und deswegen diese Woche, das ist nicht nur ein Feiertag für die Frauen, sondern es ist diese Woche, in diesem Jahr wieder mal vor allen Dingen ein Kampftag für Frauenrechte. Und ich sehe uns alle auf der Straße in den Initiativen zu zeigen, dass das für Bündnis 90 Die Grünen eines der zentralen Themen ist. Und das andere ist und bleibt natürlich, wir wollen ein weltoffenes Land. Und nein, wir sind nicht auf die Straße gegangen, damit die Mauer fällt, damit dann Horst Seehofer wieder Grenzkontrollen einführt. Der Mann ist ja jetzt ganz wichtig in Berlin, taucht nicht mehr so viel auf. Man fragt sich immer, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Dann kommt raus, er kommentiert irgendwelche Polizeiberichte. Und man denkt dann immer zwischendurch, ist vielleicht ganz gut so. Aber wenn er sich dann doch äußert, dann geht es eben doch um zentrale Fragen. Dann geht es um so humanitäre Fragen wie die sicheren Herkunftsländer. Und da gab es ja viele Debatten darum immer wieder. Und ich will das an dieser Stelle noch einmal sagen.
Weil wir da als Grüne immer wieder vors Rohr geschoben werden, wie könnt ihr das eigentlich verhindern, dass die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer eingestuft werden? Und ich will eins ganz klar sagen, solange dort die Rechte von Schwulen, von Lesben, solange dort die Rechte von Menschen, die frei ihre Meinung sagen, solange dort die Rechte von Journalistinnen und Journalisten mit Füßen getreten werden und diese Leute dort nicht sicher leben können, ist das kein sicheres Herkunftsland. Und deswegen werden wir da nicht zustimmen. Es ist eine sinnlose Symbolpolitik der Großen Koalition, aber es ist vor allem eine Gefahr für diejenigen, die dorthin zurückkehren müssen und die hierher gekommen sind, um endlich in Sicherheit zu leben. Und deswegen sagen wir ganz, ganz klar und ganz deutlich Nein zur Einstufung als sichere Herkunftsländer, liebe Freundinnen und Freunde. Und natürlich sind wir nicht naiv. Wir wissen, wir brauchen Rücknahmeabkommen. Wir wissen, wir brauchen eine Außenpolitik, die dazu führt, dass gerade dort, wie in Tunesien, diejenigen, die sich dafür engagieren, dass das eine Demokratie wird, auch zu einem Ergebnis kommen. Das wollen wir unterstützen, das werden wir unterstützen, aber nicht auf diesem Weg, sondern eben auf dem Weg der Außenpolitik und der Diplomatie. Aber was wir doch eigentlich brauchen, und es wäre ja ganz schön, wenn sich Horst Seehofer darum mal kümmern würde, wir brauchen endlich ein Einwanderungsgesetz, das diesen Namen verdient. Wir sind nämlich ein Einwanderungsland. Man muss das so leise sagen, als ob es ein Geheimnis wäre. Nein, es wissen alle. Wir sind ein Einwanderungsland und wir brauchen endlich ein Gesetz, was es einfach macht, hierher zu kommen, was diejenigen, die nach Arbeitskräften, nach Fachkräften suchen, im Gesundheitssystem, in der Pflege, die Handwerker in dieser Republik, die Start-ups, die Fachkräfte suchen. Wir sind ein Einwanderungsland, wir brauchen endlich ein Einwanderungsgesetz und nicht eins, was schon im Namen Fachkräfte, Zuwanderungsgesetz, darauf hinausläuft, dass es eben nicht darum geht, dieses Land zu öffnen dafür, dass wir erfolgreich sein können, weil darum geht es nämlich, sondern die auch wieder Abschottung wollen, die wieder organisieren wollen, dass wir nicht erfolgreich sind, sondern dass wir dicht machen. Und deswegen sage ich Horst Seehofer, wenn er irgendwas tun will, dann endlich ein ordentliches Einwanderungsgesetz und endlich dafür zu sorgen, dass wir Integration in diesem Land leben, liebe Freundinnen und Freunde. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Ich hatte es am Anfang gesagt, natürlich wird es in diesem Jahr bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland, in Bremen, auch natürlich bei den Kommunalwahlen und bei den Europawahlen um die ökologische Frage gehen. Und dabei ist der Kohleausstieg erstmal ein riesiger Erfolg nach dem, was die Kohlekommission beschlossen hat. Ich sage das so unumwunden, obwohl ich mir was anderes gewünscht hätte, obwohl ich weiß, dass wir eigentlich noch schneller sein müssten. Ich sage es aber vor allen Dingen deswegen so unumwunden, weil man muss es ja sich so vorstellen, Bündnis 90, die Grünen sind in Berlin in der Opposition und wir sind die einzige Partei, die das wollten. Und jetzt kommt es. Und jetzt wird es auch unumkehrbar sein. Und deswegen ist es ein Erfolg fürs Klima. Und deswegen finde ich die Art und Weise, wie da miteinander geredet worden ist, erstmal prinzipiell sehr gut. Man hat nämlich versucht, einen Kompromiss zu schaffen, der dafür sorgt, dass auch endlich eine Entwicklung in die Region kommt. Und das finde ich das Härteste an der Vergangenheit und an dem, was da passiert ist. Es betrifft die Lausitz, es betrifft auch die anderen Kohleregionen. Den Leuten dort ist immer gesagt worden, wir sorgen dafür, dass ihr weiter so leben könnt wie bisher. Wir sorgen für eure Arbeitsplätze. Dabei ist aber genau das Gegenteil passiert. Es ist nämlich klar, seit Jahren ist es eine unklare Zukunft. Seit Jahren weiß man, diese Arbeitsplätze werden wegfallen und seit Jahren ist die Region nicht entwickelt worden. Und da brauchte es erst Bündnis 90, die Grünen, die gesagt haben, hallo, denkt mal bitte einmal um. Wir wollen jetzt wirklich eine Regionalentwicklung in der Lausitz. Wir wollen jetzt wirklich dafür sorgen, dass dort Arbeitsplätze entstehen, dass dort endlich eine Strukturentwicklung hinkommt. Dafür stehen wir. Und das passiert jetzt. Diese Tür ist jetzt aufgestoßen. Aber das ist wirklich passiert. Und dass vor allen Dingen jetzt nicht noch sinnlos irgendwelche weiteren Dörfer abgebaggert werden. Dafür, liebe Freundinnen und Freunde, müsst ihr im Landtag sorgen und am besten sorgt ihr dafür in der Regierung. Das ist die Garantie dafür, dass der Kohleausstieg kommt, dass die Lausitz entwickelt wird und dass es kein Zurück mehr gibt bei dem Abbaggern von Dörfern, liebe Freundinnen und Freunde. Wir zählen auf euch. Und der Kohleausstieg ist das eine und die Frage, was mit der Landwirtschaft passiert, ist das andere. Jetzt verstehe ich immer, dass es Leute gibt,
die sich Sorgen machen wegen des Wolfes. Und ich finde auch gut, ihr habt im Landtag dazu auch einen Beschluss gefasst. Das ist gut und richtig so. In Thüringen haben wir die Schatzi-Prämie, also die Schaf-Ziegen-Prämie, das hat mit Schatz nichts zu tun, wo diejenigen, die darunter leiden, entschädigt werden. Das ist gut und richtig so. Wenn ich mir aber gleichzeitig vorstelle, unter welchen Bedingungen Tiere in diesem Land gehalten werden, unter welchen katastrophalen Bedingungen sie zum Teil geschlachtet werden, unter welchen katastrophalen Bedingungen sie permanent hin und her transportiert werden, dann sage ich, der eigentliche Angriffspunkt, die eigentliche Wende, die brauchen wir dafür, dass wir endlich diese Art von Massentierhaltung abschaffen, dass wir endlich abschaffen, dass wir Fleisch mit Antibiotika bekommen, dass wir endlich eine anständige Landwirtschaft haben bei der Tierhaltung und natürlich auch bei den Pflanzen. Schluss mit Glyphosat, Schluss mit Pestiziden. Diese Agrarwende ist das, was es ausmacht, was den Unterschied macht, wenn Bündnis 90 die Grünen Einfluss haben und wenn sie sogar regieren. Das kann man im Land machen, das muss man im Bund machen. Aber da sieht man, was den Unterschied macht, liebe Freundinnen und Freunde. Agrarwende jetzt, darum muss es gehen. Und wenn man nach Chemnitz kommt, dann spürt man es ja selbst. Es ist eine der Großstädte der Republik, die nicht an den schnellen Zugverkehr angeschlossen sind. Ich meine, ich finde das nicht so lustig. Ich finde das ehrlich gesagt eine totale Katastrophe. Und es ist ja nicht die einzige Stadt. Ja? Wenn es eine wäre, würde man sagen, es ist aus Versehen vergessen worden. Nein, es ist nicht die einzige Stadt. Wir haben eine ganze Reihe von Städten in dieser Republik und wir haben seit Jahren immer Verkehrsminister von der CSU. Man kann sich die Namen merken oder kann es auch lassen. Man kann jedenfalls eins feststellen, das Beste wäre für den Verkehr in Deutschland, wir hätten mal einen Verkehrsminister, der es auch wirklich kann, liebe Freundinnen und Freunde. Und ob das gelingt, dass Chemnitz angeschlossen wird, dass wir dafür sorgen, dass der Verkehr auf der Schiene endlich Vorrang hat, ob wir dafür sorgen, dass der öffentliche Nahverkehr selbstverständlich ist, ob die Orte in unserem Land, und zwar nicht nur die großen Städte, sondern auch die draußen auf dem Land wirklich angeschlossen sind. Das ist eine Frage, die beschäftigt viele Leute, weil sie sich fragen, nehmt ihr eigentlich wahr, dass ich da wohne? Nehmt ihr eigentlich wahr, dass ich da arbeite? Nehmt ihr eigentlich vielleicht sogar wahr, dass ich da schnelles Internet brauche und nicht jeden Tag irgendwo hinfahren muss, damit ich meinen Job machen kann? Wir nennen das so ein bisschen kompliziert Daseinsvorsorge. Aber genau darum geht es, dass Menschen in diesem Land überall gleichwertige Lebensverhältnisse haben müssen. Und da geht es um den Verkehr, da geht es ums schnelle Internet, da geht es um die Versorgung mit Gesundheit, mit Pflege. Da geht es um all diese Fragen, die vielen Leuten heute zu Recht auf die Nerven gehen, dass sie sagen, ihr wisst gar nicht, wie wir da draußen leben auf dem Land. Ihr wisst gar nicht, was es bedeutet. Und ich sage für Bündnis 90 Die Grünen, doch, wir wissen es genau. Deswegen kümmern wir uns darum. Und deswegen haben wir gute Ideen, wie das geht mit den gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land, in Ost und West, in Nord und Süd. Wenn es um Zusammenhalt in der Gesellschaft geht, dann, liebe Freundinnen und Freunde, doch genau so. So, und jetzt... Jetzt wollt ihr an euer Programm und ihr wollt an eure Arbeit und ich freue mich sehr, dass ihr damit so weit vorn seid. Ihr werdet in Sachsen und man kann das auch für die grüne Familie sagen, ja, die Ersten sein, die sagen so, damit wollen wir im Herbst in den Landtagswahlkampf ziehen, damit wollen wir möglichst viele Leute überzeugen. Und das werdet ihr tun mit Ökologie, das werdet ihr tun mit Daseinsvorsorge, das werdet ihr tun mit Gerechtigkeitsthemen, ja selbstverständlich. Ich werde morgen die Ehre haben, mal wieder bei Anne Will über Gerechtigkeit zu diskutieren und manchmal frage ich mich, wie viele Jahre war jetzt eigentlich Zeit, um dafür zu sorgen, dass es für Rentnerinnen und Rentner eine Garantierente gibt? Man kann sich das Modell von Bündnis 90 Die Grünen angucken und wenn man der Meinung ist, dass jemand, der lange gearbeitet hat, bei uns 30 Jahre, doch wohl selbstverständlich mehr haben muss als die Grundsicherung, dann muss man nicht die ganze Republik wochenlang mit irgendwelchen Koalitionsstreitigkeiten beschäftigen. Man könnte es auch einfach mal machen. Und das sage ich nicht nur der SPD, das sage ich vor allen Dingen der CDU, CSU. Es einfach mal machen. Und jetzt wird niemand von uns sagen, dass die Mütterrente jetzt nun wirklich nur die Falschen trifft. Aber es trifft eben leider auch die Falschen. Es kostet wahnsinnig viel Geld.
Aber wenn es um Armut geht, wenn es um Altersarmut geht, die wir besonders im Osten haben und haben werden, und wenn es um Kinderarmut geht, dann hören wir eben seit 20 Jahren immer die gleiche Leier. Das geht jetzt gerade nicht, dafür haben wir jetzt gerade kein Geld, das wollen wir jetzt gerade nicht. Und deswegen sage ich, Alterssicherung und Kindergrundsicherung, das müssen die Basics sein für das, was eine Regierung in diesen Tagen machen muss, wenn es um Gerechtigkeit geht. Das verlange ich, das erwarte ich, und ich glaube, da sind wir uns sehr einig, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich jedenfalls auf dieses Jahr, und ich habe unseren Freundinnen und Freunden im Westen und Süden und Norden der Republik gesagt, Europawahlkampf mache ich auch nur in den drei ostdeutschen Bundesländern. Wir werden uns also öfter sehen. Wir werden uns öfter sehen, Norman, Christine, Katja, Wolfram, und ich freue mich sehr, ein bisschen dabei helfen zu können, dass wir zeigen können, was den Unterschied macht. Ihr habt es gestern Abend hier auf wunderbare und auf eindrucksvolle Art gezeigt. Ich habe Annalena vor ein paar Monaten in Bautzen kennengelernt. Bei einer Veranstaltung, Annalena, bist du noch da? Du hast irgendwie, genau, wir haben uns vorhin noch getroffen. Annalena hat auf eine Art und Weise dort Haltung gezeigt und Klarheit gezeigt. Wir haben bei einer Veranstaltung gesessen, da hat sie gesagt, weißt du, Katrin, ich bin hier da, aber ich sage nur was, wenn es unbedingt sein muss. Vielleicht gibt es ja genügend andere, die sich äußern. Und da waren genügend andere, die sich äußern. Und trotzdem war es so wichtig, dass Annalena in der ersten Reihe gesessen hat. Wir haben ganz schön viele davon, die den Kopf rausstecken. Und trotzdem haben wir immer wieder einige wenige, die dafür auf eine Art und Weise angefeindet werden, mit Hass überschüttet werden, mit Hetze, in dem Fall sogar mit Gewaltandrohung, wo wir sagen müssen, ihr meint uns alle, aber wir stellen uns mit aller Solidarität, aber eben auch mit aller Freundschaft, und das kann man, glaube ich, bei Annalena Schmidt inzwischen sagen, vor sie. Wir werden nicht zulassen, dass Hass und Hetze in diesem Land, nicht in Bautzen und nicht in Sachsen, die Oberhand gewinnen. Deswegen freue ich mich, dass die Demo, die eigentlich gegen die Demo angemeldet war, jetzt trotzdem stattfindet. Es wird eine Demo sein für Demokratie, für 70 Jahre Grundgesetz, für Frauenrechte. Und ja, liebe Annalena, das gilt nicht nur für die sächsischen Grünen. Ich kann das sagen, für alle Grünen in diesem Land, wir stehen zu dir, wir stehen für die Freiheit, für die Demokratie, wir stehen für Haltung. Vielen Dank für das Engagement und vielen Dank für diese Klarheit. Jetzt gibt es am 1. September die Wahl. Es gibt ja ein größtes Problem in Sachsen, würde ich jedenfalls sagen. Das ist eine Landesregierung, die immer so eine Art Erbhof veranstaltet hat. Und man hat immer das Gefühl, es kommt immer der Vater und dann kommt der Ziehsohn vom Vater. Und das ist nicht gut gewesen für dieses Land. Das muss man ganz klar, das muss man ganz eindeutig sagen. Und mit der Landtagswahl könnt ihr jetzt zeigen, können wir jetzt gemeinsam zeigen, dass man das größte Problem am 1. September jedenfalls deutlich verkleinern kann. Die Selbstherrlichkeit der CDU muss ein Ende haben. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Entschlossenheit zu zeigen, wie Demokratie anders geht, in diesem Landesverband ganz eindeutig ist. Dass die Entschlossenheit zu zeigen, ja, wir sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind auch bereit, in diesem Bundesland dafür zu sorgen, dass dieses etwas Muffige, was wir in den Ministeriumsfluren haben, vielleicht mal ein bisschen durchlüftet wird. Manchmal muss man hier nur ein Fenster aufmachen, manchmal muss man aber auch noch ein paar andere Sachen machen. Und dazu seid ihr bereit. Ich bin sehr froh, dass es diese Bereitschaft gibt. Dafür braucht man ein Programm, dafür braucht man ein gutes Programm, dafür braucht man Haltung, dafür braucht man Mut, dafür braucht man Optimismus, dafür braucht man übrigens auch gute Laune. Und das ist das Allerbeste, dass man das bei euch spürt, dass ihr diese drei Sachen plus die gute Laune habt. Ich mache mir keine Sorgen darum, dass 2040 Mitglieder in Sachsen in den nächsten Wochen bei der Kommunalwahl, bei der Europawahl, Anna ist auch da, und vor allen Dingen natürlich dann bei der Landtagswahl dafür kämpfen werden, dass das gelingt. Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt geht's los. Es gibt das andere Sachsen, wir kennen es. Und wir werden für dieses andere Sachsen kämpfen, dafür, dass es Mehrheiten gibt. Das alles und noch viel mehr. Jetzt geht's los. Wir kämpfen gemeinsam. Ich freue mich drauf.